So, Chiptune-Leute, hallo und herzlich willkommen nochmal beim Herodeslord. Also jemand mit Gefühl für Zeitmanagement hätte das wahrscheinlich in einem Video geschafft. Ich hoffe, ihr habt das vorhergehende Video geschaut, ansonsten verlinke ich das nochmal. Also los jetzt. Erstmal haben wir hier Floris Beauty Palace. Kleiner Channel, große Videos über Fans und Lifestyle. Was geht, meine Florinators? Und wir fangen direkt an. Morgens schlafe ich meistens, deswegen jetzt, wie ich aufwache, ja? Ich schlaf dann so halt. So, richtig gut gelaunt. Das Erste, was ich mache an meinem Morgen, ist dann auch einfach direkt mein Bett. Ja, und der redet komisch. Das, was Flori so großartig macht, ist, dass er trotz seiner Beliebtheit nicht abgehoben ist und sich auch mit verhältnismäßig minderwertigen Menschen wie zum Beispiel meiner Vielheit abgibt. Ich bin ein Florinator. Flori scheut sich nicht, auch Privates von sich zu verraten und dabei auch seine Schwächen aufzuzeigen. Heute wird ein Scheißtag, was soll ich da noch sagen? Ja, YouTube-Money wird man einfach nicht mehr los. Und er mag diesen Eistee und das, obwohl da echt viel Zucker drin ist und wieder Cola sowieso viel besser schmeckt. Und ja, keine Ahnung. Kommen wir zum nächsten Kanal. Der gute Markus Tuber. Der macht Songs und Beats und dies und das und Lirum Larum. Genau genommen stammen seine ersten Songs wie zum Beispiel Denk doch mal nach über die Zeit oder Wenn ich das Geld hätte, auch aus seiner Feder. Hat nämlich damals Texte für mich geschrieben und hat gesagt, ja, sing die mal ein. Und so ist mein Kanal entstanden. So. Ich kenne den Guten schon seit der 4. Klasse aus der Schule. Einmal hat er gepopelt und da habe ich ganz laut gesagt, Markus, nicht popeln. Und dann war ihm das peinlich. Und mein Mitschüler Mick hat er immer Mickchen Dickchen genannt. Und einmal hat er Ketchup aus dem Fenster geschüttet und als der Lehrer kam, haben alle... Naja, ich schweife megamäßig voll nicht ab, auf jeden Fall. Leider steckt der Gute gerade in einer Verliebtheitsphase und hat deshalb kaum Zeit für Videos. Und vielleicht könnt ihr ein paar ermutigende Worte in die Kommis schreiben. Hier auf jeden Fall noch ein paar Hörbeispiele. Greif lieber zu Früchten, die sind gesund. Sie kosten nicht mehr Schokolade, schmecken gut im Mund. Geschnitten auf dem Teller in kleinen Stückchen. Greift jeder gerne zu, dies sind keine Gerüchte. Denn Schokolade ist der Nervenkiller für euer Gehirn. Esst lieber Orangen, Erdbeeren und ein paar Birnen. Und ja, keine Ahnung. Als Drittes kommen wir zu einer Band. Eine Band, die Musik macht. Eine Band, deren Kanalname ein Able am Ende hat, weil es den Kanalnamen schon gab. Die Rede ist natürlich von Maschacke. Man spricht die hundertprozentig nicht so aus. Maschacke, eine Berliner Band, spielen ansteckenden Beat aus Uruguay, Peru, Argentinien der 60er Jahre und treten den Beweis an, dass guter Beat nicht immer von der Insel sein muss. Ja, wie gut ich das gerade von der Facebook-Seite abgelesen habe. Was begeistert ist nicht nur die Musik an sich, sondern auch die Tatsache, dass ich solche Musik eigentlich überhaupt nicht leiden kann. Ich mir das aber relativ gerne presse. Eigentlich hervorragend, um im Hintergrund zu laufen. Und nennt mich verrückt, aber ich glaube, zumindest der Sänger könnte mit Musik gut erfolgreich werden. Und ja, keine Ahnung, ist halt Rotzo. So, das waren alle drei. Danke für den Tag und nochmal, getaggt sind alle, die das Video sehen und Regel Nummer 1 ist, das habe ich im letzten Video nicht explizit gesagt, wenn ihr den Tag macht, behauptet auf jeden Fall, ihr habt ihn euch selbst ausgedacht. An dieser Stelle noch an alle da draußen, ein fröhliches Process Return Zero, Execution Time 2.512 Seconds, press any key to continue.